Ich begrüße Sie zur Mittagssession sozusagen des heutigen Tages. Und zwar dreht es sich jetzt um die privaten 5G-Netze im Rahmen der Wirtschaft, für die Wirtschaft, also eben nicht die öffentlich verfügbaren, sondern die Netze, die einzelnen Firmen und Organisationen zur Verfügung stellen und dabei dann eben um die aktuellen Fragen, die sich dabei stehen. Und da geht es dann eben nicht nur um die Fragen, sondern Sie bekommen zu Beginn auch erstmal zwei Beispielprojekte vorgestellt. Das ist einmal Campus OS mit einem Schwerpunkt auf die Industrie und da gegenüber noch 5G Rakom, und ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Ansonsten gerne korrigieren gleich. Und zwar dreht sich dabei um die Nutzung des künftigen Bahnfunknetzes. Und das ist ein Kooperationsprojekt zwischen Deutschland und Frankreich, also die beiden Projekte im Detail. Und danach geht es um die Detailfragen. Und damit übergebe ich an den Moderator, Professor Erich Zielinski von ICT Consulting. Viel Spaß. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Wir sind in der Tat in der Sitzung 5G-Netze für private Wirtschaft. Und wenn ich so rumschaue, dann haben wir, glaube ich, noch einiges zu tun, mehr für die Anwendungen in der Wirtschaft zu werben. Und ich glaube, das Ökosystem muss einfach noch ein bisschen wachsen. Das nehme ich einfach vorab mal mit. Wichtig ist einfach der Unterschied zu öffentlichen Netzen. Das wurde gerade eben schon angesprochen. Also es geht um Netze, die im Betrieb, in der Hand, in der Verantwortung von Firmen sind. Und was man vielleicht auch noch sagen müsste, die Veranstaltung hier läuft unter dem Motto Zukunftsfähigkeit, wenn man aufs Programm schaut. Und da ist natürlich sehr wichtig, dass wir hier Grundlagen anschauen, die ja tatsächlich die Wirtschaft voranbringen kann. Ja, Sie haben ja schon anmoderiert, dass wir zwei Projekte vorstellen, muss ich nicht wiederholen. Wir haben es uns so vorgestellt, dass wir eine kurze Einführung machen. Da konnten wir aus dem Hause BMWK den Herrn Sandmann gewinnen, der die Einführung machen wird. Dann stellen wir die beiden Projekte vor und in der zweiten Hälfte haben wir dann noch Zeit für eine Panel-Diskussion vorgesehen, die wir natürlich als Panelisten alleine bestreiten können. Aber wenn es die eine oder andere Frage gibt, denke ich, können wir die schon noch hier unterbringen. Ja, so viel zu dem, was Sie heute erwartet in der nächsten Stunde. Und dann würde ich Herr Sandmann Sie einfach bitten, kommen Sie hoch und machen Sie die Einführung. Sie haben die Bühne. Dankeschön für die Einführung. Wie heißt es so schön? Keine Veranstaltung ohne warme Worte des Ministeriums hier und heute. Ja, mein Name ist Kai Sandmann. Ich bin der Referent, zuständig für unsere deutsch-französischen 5G-Projekte in der Abteilung Entwicklung digitale Technologien. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch unsere nationalen Projekte, für die ein Kollege zuständig ist, der aber leider gestern Abend schon zurückgereist ist. Ja, wie Sie alle wissen, der Mobilfunk hat sich über die Zeit entwickelt. Am Anfang haben wir nur telefoniert über Mobilfunk und mit UMTS hat dann mehr oder weniger auch die Datennutzung Einzug gefunden. Am Anfang war man noch schockiert, wenn man mal auf dem Handy auf das Internetsymbol gekommen ist. Und ich glaube, die jüngere Generation ist schon schockiert, wenn das Internetsymbol mal nicht da ist und es nicht funktioniert. Mit 5G haben wir jetzt natürlich noch mehr Möglichkeiten bekommen. Man kann extrem große Datenmengen quasi in Echtzeit übertragen. Und dazu kommt nicht nur die Funktion, dass das Internet natürlich immer schneller und immer besser wird, sondern auch, dass wir jetzt mit der Bundesnetzagentur zusammen Frequenzen separat vergeben können für eben genau diese privaten Netze. Und das schafft natürlich vollkommen neue Möglichkeiten für die Industrie. Zum einen sind diese 5G-Campusnetze natürlich sicher, aber auch deutlich performanter und flexibler als die aktuellen WLAN-Lösungen, die wir am Markt haben. Wenn ich da zum Beispiel an große Häfen denke, Flughäfen, wie viel WLAN-Repeater bräuchte ich da, um das Netz abzudecken? Wie viel 5G-Modems brauche ich, um das abzudecken? Das heißt, wir können jetzt diese privaten 5G-Netze ganz explizit nach den Anforderungen
oder nach den Bedarfen der Wirtschaft konfigurieren. Wir können daher explizit auf neue Anwendungsszenarien eingehen und damit ganz neue Use Cases schaffen, die dann quasi in der Industrie umgesetzt werden können. Industrie 4.0 ist immer ein Riesenthema. Produktion, Vernetzung von Maschinen. Sobald die Maschinen aber nicht fix an einem Standort stehen, kann ich keine Kabel spannen oder jedes Mal umverdrahten. Teilweise auch in Industriehallen, wenn ich die Industrie ja, quasi mobil gestalten möchte, wenn ich die Fabriken umbauen möchte. Wir haben immer mehr kleine autonom fahrende Vehikel, die durch die Produktion fahren und die Bauteile zu liefern. Aber auch, wie eben angesprochen, Logistikinfrastruktur, wie die Häfen, wie die Flughäfen, wo wir enorme Flächen abdecken müssen. All das ist halt jetzt mit diesen 5G-Campusnetzen möglich. Aber auch im Operationssaal haben wir zum Beispiel verschiedene Projekte, die sich dann wirklich mit der Vernetzung von Operationssachen beschäftigen, weil halt gerade diese 5G-Netze super stabil und echtzeitfähig sind. Das BMWK fördert halt genau diese Anwendungsszenarien in unseren Projekten, dass wir die weiter voranbringen und quasi Werbung machen für die gesamte Industrie, dass die die Lösung nachher adaptieren können. Das machen wir zum einen mit Campus OS, das hier gleich vorgestellt wird, aus unserer nationalen Initiative, das zusammen mit 6 Satellitenprojekten Anwendungsszenarien erprobt, aber auch in deutsch-französischer Kooperation. Da haben wir ebenfalls 10 Projekte und daraus ist dann heute zum Beispiel RACOM vertreten, dass Ihnen das auch nochmal genauer vorstellen wird. Da möchte ich aber jetzt nicht weiter eingehen, da kommen nachher die Experten, bevor ich Ihnen irgendwas aus zweiter Hand hier erzähle, lassen Sie sich lieber von denen überzeugen. Die Initiative des BMWKs ist natürlich nur ein Fokus der Bundesregierung, was insgesamt gemacht wird. Die Bundesregierung ist natürlich breiter aufgestellt. Das BMDV macht zum Beispiel die öffentlichen Netze. Das BMBF macht dann die Zukunftsforschung oder die zukünftigen Technologien mit 6G. Das BMI und beziehungsweise das BSI geht nochmal auf den Rahmen Sicherheit ein. Aber das Wichtigste sind natürlich unsere Projekte, weil die sind wirtschaftsnah. Ja, ich danke für Ihr Interesse an dem Thema und möchte damit wieder an die Experten übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Sandmann, dass Sie uns den Kontext gegeben haben und die Einführung gemacht haben, was tatsächlich die wichtigen Anwendungsszenarien sind. Und Sie haben ja eine relativ breite Palette aufgeführt, die ja angeschaut wird. Und wir würden jetzt einfach, so wie vorgeschlagen, einsteigen in das erste Projekt Campus OS. Die Präsentation wird vom Professor Stanzak gegeben. Er ist zum einen Abteilungsleiter am Heinrich-Hertz-Institut bei der Fraunhofer-Gesellschaft und in der Funktion auch Leiter oder Koordinator des Campus OS-Projektes. Also die Information kommt dann aus erster Hand. Und außerdem ist er natürlich auch mit seinem Team in 6G-Forschung sehr stark involviert und leitet dort unter anderem das Forschungscluster 6G-RIG. Slavomir. Genau. Vielen Dank, Erich. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und wie gesagt, also will ich ganz kurz das Projekt Campus OS vorstellen. Ich habe ein bisschen mehr Folien als also für diese 10 Minuten, deswegen werde ich relativ schnell durchgehen, aber wir haben danach noch Zeit also in unsere Panel-Diskussion. Das ist ein Flagship-Projekt, gefördert vom BMWK. Vielen Dank an dieser Stelle. In dem Programm Campusnetze auf Basis von 5G-Kommunikationstechnologien. Also es geht um die 5G, um 5G-Netze, um die 5G-Technologie. Wie gesagt, Campusnetze für die Wirtschaft, also deswegen also sehr starke Beteiligung der Industrie, 18 Industriepartner, nur 4 akademische Partner. Und das ist schon ein relativ großes Projekt und wir haben schon die Hälfte des Projektes erreicht, also wir sind in der zweiten Halbzeit. Also hier sehen Sie die Partner ganz kurz. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir ganz gut sozusagen bei Deutschland verteilt sind. Wir haben neben Schwergewichten wie Siemens und Bosch auch viele KMUs, also kleinere Unternehmen. Und darum geht es ja auch hier. Es geht ja auch um das neue Ökosystem in diesem Bereich. Hier sehen Sie die Vision des Projektes. Also
Das sind im Prinzip also Themen, die das Projekt adressiert. Es geht ja um Architektur, es geht ja um Blaupausen, Best Practices, es geht um Hardware- und Softwarekomponenten, System Design und neue Geschäftsmodelle. Also das werde ich kurz noch darauf eingehen. Ein wichtiges Thema sind Testbeds, Demonstratoren und Erprobung von in bestimmten Szenarien wie Produktion, Intralogistik. Wir haben ja, also wie schon erwähnt, neben den Campuses gibt es ja sogenannte Satellitenprojekte, weil wir ja in diesem Projekt nicht alle Anwendungen abdecken können. Deswegen gibt es ja auch Satellitenprojekte, die quasi andere Anwendungen, also verschiedene Anwendungen in diesem Bereich betrachten, und deswegen bringen sie auch entsprechende Anforderungen in das Projekt Campuses. Und es geht um offene und modulare Campusnetze. Darauf werde ich noch eingehen, aber ich glaube, das wird auch das Thema für die Paneldiskussion sein. Also hier also eine Folie zu unseren Demonstratoren. Also wie Sie sehen, also in CampusOS, also wir haben Themen wie Teleoperated Driving, also ferngesteuertes Fahren, oder beziehungsweise die Vernetzung von AGVs, also Gabelstapler mit der Firma Still. Also hier geht es ja sehr stark um das Thema Mobilität, also Dinge bewegen sich, da werden sie drahtlos vernetzt, und natürlich diese Vernetzung muss robust sein und zuverlässig. Auf der anderen Seite, wir haben auch Szenarien wie die Baustelle, ja, also natürlich, da bewegen sich auch Dinge und Menschen auf einer Baustelle, aber solche Baustellen sind temporär. Das heißt, also da zum Beispiel gucken wir auf sogenannte nomadische Netze, also Netze, die aufgebaut werden, relativ effizient, und dann abgebaut, und dann werden sie dann zu einer neuen Baustelle hingebracht. Das ist ja ein Bild, es geht hier um die Architektur, also ich habe jetzt keine Zeit, um jetzt auf die Details hier einzugehen, aber das Wichtigste ist, dass wir hier so einen Ende-zu-Ende-Ansatz haben. Das heißt also, es geht nicht darum, dass wir zum Beispiel Funkzugangsnetze betrachten, nur, das betrachten wir natürlich auch, aber Anwendungen gehören dazu. Ende-zu-Ende bedeutet, die Anwendung ist dabei, ne? Und es wird ja die Anforderungen der Anwendung, diese Anwendungen, die haben Einfluss auch auf die Lösungen auf der Kommunikationsseite. Wir müssen auch natürlich berücksichtigen, dass Campusnetze auch in die bestehenden Infrastrukturen eingebettet werden, also IT, OT-Infrastrukturen, beiden Partnern. Und die sind da einfach, um bestimmte Kommunikationsdienste zur Verfügung zu stellen. So, warum machen wir das? Wie gesagt, also Campusnetze, private Netze sind sehr vielfältig. Wir haben ja verschiedenste Anwendungen, die bringen unterschiedliche Anforderungen. Campusnetze werden betrieben auch unter unterschiedlichen Bedingungen. Deswegen, also wir können nicht von einem Campusnetz sprechen. Wir brauchen Anwendungen, die auf gewisse, also spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Ja, also das Thema Customization. Und deswegen, manchmal ist es auch so, dass wir haben ja Campusnetze, wo wir nur zum Beispiel 2, 3 Basisstationen brauchen mit spezifischen Lösungen. Und natürlich, also solche, sagen wir, Netze sind für etablierte Netzausrüster vielleicht nicht so interessant, weil sozusagen wer entwickelt schon also neue Basisstationen für 2, 3 also Campusnetze mit 2, 3 Basisstationen. Deswegen, also ich glaube, der Ansatz ist, dass der Markt hier geöffnet werden muss, damit neue Player, neue Akteure da mitmachen können, kleinere Unternehmen, die auch softwarebasierte Lösungen für diese Campusnetze liefern. Und deswegen sprechen wir von offenen Systemen, von Disaggregation. Aber entscheidende Fragen sind, welche Schnittstellen geöffnet werden müssen. Ja, weil es ist ja so, also wenn die Schnittstellen geöffnet werden, natürlich dann steigt auch die Komplexität. Deswegen, also diese Ausprägung der Offenheit ist auch ein wichtiges Thema in dem Projekt. Und natürlich, also Offenheit bedeutet Disaggregation, offene Schnittstellen.
Das bedeutet auch, dass wir unterschiedliche Komponenten von unterschiedlichen Lieferanten mischen können. Aber das ist ja in der Theorie relativ einfach. In Praxis bekommen wir Integrationsprobleme. Also dieser Integrationsprozess ist relativ aufwendig. Und deswegen brauchen wir diese Best Practices. Wir brauchen Blaupausen. Wir müssen Komponenten testen. Wir müssen sie zusammenschalten und erfassen, was man mit diesen Systemen erreichen kann. Deswegen, also dass diese Informationen sollen im sogenannten Bausteinkatalog erfasst werden. Das ist eine zentrale Komponente des Projektes. Sie sehen hier auf der linken Seite, also wir haben Blueprints, also Blaupausen, da sind Informationen über Architektur, Building Blocks, also Architekturbausteine, konkrete Lösungen also für diese Bausteine. Und natürlich, die werden miteinander getestet in Referenzen, Testbeds, die wir dann in dem Projekt aufbauen. Und diese Informationen sollen erfasst werden und dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Informationen fließen momentan aus dem Projekt Campus OS, aber natürlich, wir sind jetzt hier auch kooperieren mit den Satellitenprojekten oder Applikationsprojekten. Und diese Informationen werden auch aus diesen Projekten dann in den Bausteinkatalog reinfließen. In Zukunft natürlich, also diese Resultate sollen dann verständlich werden und wir planen also Plugfest in Berlin, also wo zum Beispiel Industriepartner zu uns kommen können mit Komponenten, die können dann unter Verwendung dieser Testinfrastrukturen getestet werden. Die Informationen sollen dann in diesem Bausteinkatalog erfasst werden. Und ich glaube, das ist entscheidend für die Entstehung eines Ökosystems, weil es ist oft so, dass die Partner aus der Industrie, also aus der vertikalen Industrie, die haben ja konkrete Anwendungen und suchen nach Kommunikationslösungen für diese Anwendungen. Und dann, wenn solche Informationen erfasst werden, zum Beispiel, wir haben diese Komponenten miteinander vernetzt, also verbunden zu einem Ende-zu-Ende-System und mit dieser Kombination haben wir diese Performance erreicht oder gewisse Anwendungen ermöglicht. Ich glaube, das wird dann einfach diese Brücke bauen in die vertikale Industrie, die auch teilweise andere Sprache spricht als wir auf der Telco-Seite. Hier gibt es nun Beispiele, dass wir auch natürlich Komponenten entwickeln. Wir wollen, dass die Komponenten in Zukunft auch aus Europa kommen. Das sind hier so vier Beispiele. Hier sehen Sie auch diese Referenztestbeds in Berlin, also entsteht so eine relativ große Infrastruktur. Wir haben ja am HI, also da, wo ich Abteilungsleiter bin, also da ist der Fokus mehr auf Funkzugangsnetze. Fraunhofer Fokus ist auch Partner, also Koordinator dieses Projektes und da ist der Fokus mehr auf das Kernnetz und Managementkomponenten und so weiter. Und dann gibt es eine Kooperation mit KMUs und 5G Berlin. Das ist so eine kleine Übersicht über das entstehende Referenztestbed. Natürlich in Campusnetzen auch nicht nur durch die Disaggregation, aber auch durch die Tatsache, dass wir so vielfältige Campusnetze haben, entstehen neue Geschäftsmodelle. Wir haben neue Akteure in dem ganzen System. Das wird ja quasi in dem Projekt auch analysiert, wird auch veröffentlicht. Das ist auch ein wichtiges Thema, damit da zum Beispiel keine Lücken entstehen in der Verwertungskette und irgendwie auch neue Rollen oder identifiziert werden. So, hier ist, das ist meine vorletzte Folie. Wie gesagt, also hier ist die Versuch zusammenzufassen, wie das Projekt zur Entstehung eines Ökosystems beiträgt. Also erstmal Vorteile auf der linken Seite, also das sind diese angepasste an die Anforderungen einer jeweiligen der jeweiligen Anwendung angepasste Lösungen, Interoperabilität, also wir erwarten auch kürzere Innovationszyklen, weil zum Beispiel das ganze System dann geöffnet wird, wir werden neue Akteure haben, auch kleinere Softwareunternehmen, die da Innovation bringen. Durch die offene Schnittstelle können wir auch die Daten zur Verfügung stellen. Das heißt also, man kann ja auch KI-Algorithmen dann entsprechend anwenden. Und deswegen
Wir erwarten ein größeres Ökosystem, wir haben neue Rollen, also zum Beispiel Integratoren, und durch diese Maßnahmen werden dann die Barrieren, also die Markteintrittsbarrieren einfach gesenkt und neue Firmen werden da auch in den Markt partizipieren können. Genau, Hannover Messe in April, wir werden da groß auftreten mit einem riesigen Stand, alle sind herzlich eingeladen und ansonsten hier gibt es nur Kontaktinformationen, also falls Sie Interesse haben, bitte schreiben Sie eine E-Mail an uns. Danke. Ja, vielen Dank für den Parfumsritt durch das Projekt. Wenn gerade die Webseite noch angezeigt wird, Mitte nächster Woche wird ein Positionspapier veröffentlicht auf der Webseite, wer Interesse hat, wer sich da etwas mehr einlesen will, wer die Vorteile für Campusnetze etwas durchdringen will, ist herzlich eingeladen, die Homepage zu besuchen. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Vortrag. Der zweite Vortrag wird vom Herrn Dr. Richard Fritsche gehalten. Er ist Leiter der Konnektivitätsplattformen der Sektorinitiative Digitale Schiene Deutschland, der DB Netz AG. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit der Entwicklung des zukünftigen 5G-basierten Mobilfunksystems für den Bahnbetrieb. Herr Fritsche, kommen Sie auf die Bühne. Ja, vielen Dank für die Ankündigung, für die Einladung und herzlich willkommen von meiner Seite zu unserer Präsentation von 5G RAKOM, in dem wir uns also mit dem 5G-basierten zukünftigen Bahnfunksystem beschäftigen und insbesondere damit, dieses resilienter und grüner zu gestalten. Und warum wir das brauchen und wie wir das machen, das will ich in den nächsten idealerweise 10 Minuten zeigen. Zunächst vielleicht ein paar Worte zu dem Hintergrund, weil vielleicht nicht jeder weiß, inwieweit Kommunikation für den Bahnsektor relevant ist. Der europäische Bahnsektor befindet sich am Anfang von einer enormen Transformation hin zur Digitalisierung und zur Automatisierung des Bahnbetriebs. Dafür oder um auch diesen Transformationsprozess zu gestalten und zu beschleunigen, hat auch die Deutsche Bahn die Sektorinitiative Digitale Schiene Deutschland ins Leben gerufen. Und ein wichtiger Teil davon ist das bahneigene Mobilfunksystem, welches für die bahnbetriebliche Kommunikation zwischen Zug- und Infrastrukturseite benötigt wird und sich von dem momentan 2G-basierten GSMR-System hin zu einem 5G-basierten System entwickeln wird, welches zusätzlich sogenannte Mission Critical Services beinhaltet. FRMCS, das Future Railway Mobile Communication System, wird auf europäischer Ebene standardisiert und benutzt harmonisiertes Frequenzspektrum, was allerdings in seiner Bandbreite begrenzt ist. Das Projekt 5G RAKOM kann dabei einen Beitrag leisten, um dieses 5G-basierte FRMCS-System weiterzuentwickeln, um dieses resilienter und effizienter zu gestalten und einen Beitrag dazu leisten, dieses auch zeitnah einzuführen. Außerdem soll das Projekt auch den Forschungs- und Wirtschaftsstandort, in diesem Fall sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, stärken, insbesondere natürlich im Bereich der Bahnindustrie. Das Projekt wird gemeinschaftlich von der französischen Bahn, also SNCF, aber auch der Deutschen Bahn, im Speziellen dann die Digitale Schiene Deutschland, geleitet. Und wir haben ein vielfältiges Partnerumfeld, was weit über Frankreich und Deutschland verteilt ist.
und haben also hier insbesondere auch einige, insbesondere im deutschen Konsortium, einige Partner, die auch nicht weit von Jena entfernt sind, also auch im lokalen Umfeld hier platziert. Zum Beispiel die in dem thüringischen Kölle da sitzende Firma Funkwerk als Hersteller von Bahnfunkequipment, auch Kontron mit Hauptsitz in Augsburg, ist Hersteller von Bahnfunkequipment eher für die Infrastrukturseite. Und auch unsere Partner, die TU Chemnitz und die TU Ilmenau, leisten hier einen Beitrag auch für das universitäre Umfeld bzw. für den wissenschaftlichen Anspruch des Projekts. In dem Projekt selber haben wir inhaltlich zum einen das Ziel, das private Frequenzspektrum, was es also für den Bahnbetrieb gibt, bestmöglich auszunutzen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dieses aber auch mit zusätzlichem öffentlichen Frequenzspektrum in speziellen Situationen zu erweitern. Für die Ausnutzung des privaten Frequenzspektrums kommen hier zwei Aspekte zum Tragen. Zum einen soll der Mobilfunkkanal speziell im Bahnumfeld modelliert werden. Das ist also ein Teil, was es so bisher nicht gibt, was aber insbesondere dann auch für die Radioplanung diverse Effizienzvorteile bringen soll. Auf der anderen Seite ist der zweite Ansatz, das bestehende 2G-basierte Kommunikationssystem und das neue 5G-basierte Kommunikationssystem für den Bahnfunk im gleichen Spektrum koexistieren zu lassen und somit also auch weitere Effizienzvorteile, insbesondere für den Rollout, zu erzielen. Was wir insbesondere im deutschen Projektkonsortium verfolgen, ist die Erweiterung des Bahnfunksystems hin zu der Nutzung öffentlichen Spektrums in gewissen Situationen und fokussieren dabei auf die Untersuchung von hybriden Netzwerken. Das heißt also, dass das DB-eigene private 5G-Netzwerk kombiniert wird mit öffentlichen 5G-Netzwerken und dies sowohl für Rückfallsituationen, aber auch für den Parallelbetrieb Resilienz und Effizienzsteigerung bringen soll. Dabei kommen sogenannte Mehrwegeprotokolle zum Tragen, die realisieren sollen, dass es hier also auch einen nahtlosen Wechsel vom einen zum anderen System geben kann. Dabei bauen wir im Deutschen Projektkonsortium auf ein vielfältiges Partnerumfeld. Ich hatte die Partner schon mal angesprochen. Funkwerk ist hier in der Entwicklung des zugseitigen Kommunikationssystems oder übernimmt das zugseitige Kommunikationssystem für hybride Netzwerke, Kontron, den infrastrukturseitigen Teil dieses hybriden Netzwerkes. DB Netz und die Digitale Schiene Deutschland stellen die Testumgebung und den 5G-Teil des privaten Netzwerkes. Die TU Chemnitz trägt den öffentlichen 5G-Netzwerkteil bei und die TU Ilmenau schaut sich insbesondere die Mehrwegeprotokolle an und analysiert diese hinsichtlich der Nutzbarkeit für bahnbetriebliche Applikationen. Im Projekt haben wir mittlerweile das Konzept weitestgehend entwickelt, haben auch bereits Einfluss in die Standardisierung genommen, also unsere Konzeptüberlegungen in der Standardisierung präsentiert und werden dann in den nächsten Schritten diese hybriden Netzwerke auch in die Implementierung bringen, um diese zu testen, messtechnisch zu untersuchen und am Ende des Projektes auch zu demonstrieren.
Für die Tests und Demonstrationen greifen wir auf der einen Seite natürlich auf Laborumgebungen der Partner zurück. Zum anderen haben wir hier aber auch den Vorteil, das digitale Testfeld Bahn im Erzgebirge nutzen zu können, was sich über 24 Kilometer zwischen Schwarzenberg und Annaberg-Buchholz erstreckt. Davon sind 10 Kilometer mit dem bahneigenen 5G-Netz mit FMCS ausgerüstet. Die gesamte Strecke ist zusätzlich auch mit dem öffentlichen 5G-Netz der TU Chemnitz abgedeckt oder ausgeleuchtet. Und somit haben wir hier also die Möglichkeit, dann über auch eine Vielzahl von Messfahrzeugen oder Testfahrzeugen hybride Netzwerke untersuchen zu können und auch zu demonstrieren. 5G RAKOM kann somit also einen wichtigen Beitrag dazu leisten, das zukünftige private 5G-Bahnsystem, Bahnfunksystem FMCS einzuführen und somit also auch einen wichtigen Baustein für die Digitalisierung des Bahnbetriebs leisten. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und übergebe wieder an Herrn Zielinski. Ja, vielen Dank. Jetzt bleiben Sie gleich hier oben. Ich würde jetzt einfach die Referenten bitten, gleich auf die Bühne zu kommen. Da drüben sind schon ein paar Sitze aufgebaut. Und zusätzlich würde ich den Herrn Jens Köcher bitten, mit aufs Podium zu kommen. Herr Jens Köcher ist Leiter des akkreditierten Prüflabors bei Funkwerk Systems GmbH. Und dieses Prüflabor hat eine recht komplexe Referenzumgebung, die von analogen Zugfunk bis hin zu 5G-Systemen und FMCS reicht. Und als Letzten den Herrn Stefan Richter von Muckler. Er ist Bereichsleiter für 5G-Campusnetze und betreut dort den gesamten Bereich der Lebensdauer eines 5G-privaten Funknetzes und ist auch für die Anbindung an F&E-Projekte zuständig. Ich hoffe, ich habe die Einführung für alle richtig gemacht. Haben Sie mir noch ein Mikro? Ein tragbares? Prima, vielen Dank. Ja, dann freut es mich, dass wir in der Runde zusammengekommen sind. Wir haben uns drei Fragerunden überlegt, die wir gemeinsam bestreiten sollen und wollen. Und die erste Frage, die geht um den Themenkreis, warum private 5G-Netze, wir haben das ja jetzt alle so schön motiviert, aber wir sollten natürlich schon den Nutzen darstellen, sowohl für die Wirtschaft natürlich, als auch, was bringt es dann für die Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir von dieser Seite her kommen, wäre die erste Frage an den Herrn Fritsche, warum sind private 5G-Netze für die Bahn wichtig? Ja, private 5G-Netze, danke. Das Wort besteht ja aus zwei Teilen, einmal privat, einmal 5G. Ich würde vielleicht zunächst mit dem anfangen, warum privat. Die Bahn ist auf der einen Seite regulatorisch, aber auch gesetzlich dazu verpflichtet, ein eigenes Mobilfunksystem für den Bahnbetrieb bereitzustellen und dieses zu betreiben. Das hat abgesehen von der regulatorischen Notwendigkeit aber auch durchaus praktische Vorteile, insbesondere hinsichtlich Resilienz und langfristig auch Kostenvorteile. 5G, der zweite Aspekt der Frage, ist deshalb sinnvoll oder momentan eben die Zieltechnologie, die für den Bahnbetrieb verwendet wird, weil 5G auf der einen Seite leistungsfähig ist, auf der anderen Seite auch im Rahmen der zeitlichen Einführung der nächsten Generation Bahnfunk verfügbar und wir 5G-Technologie auch als zukunftssicher einschätzen. Ja, vielen Dank.
Herr Stanzak, Sie haben offene und modulare 5G-Campusnetze angesprochen. Was bringen die für Vorteile? Na gut, also ein Mobilfunknetz und auch Campusnetz ist ein relativ komplexes System. Also besteht, grob gesagt, aus einem Kernnetz, Funkzugangsnetz und Transportnetz. Also Funkzugangsnetz ist, grob gesagt, eine Basisstation. Extrem schwierig, also es gibt ja wenige etablierte Netzausrüster, die Entwicklung von Basisstationen beherrschen. Und die sind meistens, wie ich bereits in meinem Vortrag gesagt habe, an großen Mobilfunknetzen interessiert, weil Netzbetreiber, das sind die größten Kunden, die kaufen Tausende von Basisstationen. So, jetzt haben wir diese Campusnetze, die so spezifische Anforderungen haben und brauchen auch neue Lösungen, also anwendungsspezifische Lösungen. Und jetzt, die Idee ist wie folgt, also wir nehmen Funkzugangsnetze, das sind geschlossene, momentan geschlossene Systeme, weitgehend, öffnen die Kiste, Entschuldigung, also disaggregieren das System in kleinere Subsysteme mit offenen Schnittstellen. Offenheit im Sinne, dass die Subsysteme interoperabel sind. Dadurch senken wir die Markteintrittsbarrieren für kleinere Unternehmen. Wir haben in der Architektur auch neue Komponenten, also sogenannte RICs, also es gibt zwei davon, sogar drei, Radio Intelligent Controller. Das ist im Prinzip eine Plattform, Softwareplattform, wo auch Unternehmen, also wo man ja gewisse Algorithmen laufen kann, um zum Beispiel diese Subsysteme dann auch steuern und kontrollieren. Und das ist auch die Schnittstelle, wo zum Beispiel Softwareunternehmen kommen können und anwendungsspezifische Lösungen anbieten können. Also im Prinzip, das ist der Vorteil. Es gibt natürlich auch eine Reihe von Herausforderungen. Also die größte ist wahrscheinlich die Integration. Die Schnittstellen sind offen und sollen diese Interoperabilität garantieren, aber in Praxis ist das doch ein bisschen anders. Da brauchen wir Integratoren, die diese Subsysteme zu einem Gesamtsystem irgendwie zusammenstöpseln. Das ist natürlich eine große Herausforderung, deswegen brauchen wir auch diese Tests und so weiter. Ein anderes Thema ist Haftung, also wer haftet, wenn etwas kaputt geht oder wenn etwas nicht funktioniert. Es gibt nicht einen Lieferant, sondern es gibt mehrere Lieferanten. Das sind natürlich auch Herausforderungen. Ich wollte nur, bevor ich fertig bin, ich wollte nur eine Sache erwähnen. Die offenen Systeme müssen nicht unbedingt virtualisiert sein. Ja? Geschlossene Systeme sind auch virtualisiert, das heißt softwareisiert. Also die meisten Komponenten werden dann nicht in Hardware, sondern in Software umgesetzt und laufen auf der universellen Hardware. Und das verbraucht viel Energie. Ja? Also diese Softwareisierung, Virtualisierung ist nicht besonders energieeffizient, bietet Flexibilität. Offene Systeme, so Open RAN Systeme, müssen nicht virtualisiert sein. Das heißt also, ich würde nicht sagen, dass die Energieeffizienz oder höhere Energieeffizienz ein Nachteil von diesen Systemen ist. Also das ist mir wichtig zu betonen. Ja, wenn ich die beiden Statements so anschaue, dann steht 5G bei beiden davor. Das heißt, die Technologie hat die entsprechende Leistungsfähigkeit, Zukunftsfähigkeit und hat auch die Möglichkeit, diese Trennung in Hardware und Software dann umzusetzen, sodass wir in der Tat, glaube ich, in der Runde sagen können, wir sind auf einer zukunftssicheren Straße und können die Themen, denke ich, so weiterverfolgen. Insofern passt es natürlich ganz gut zu dem Motto, das wir für die Veranstaltung haben, dass wir damit eben die Zukunft ermöglichen und Dinge voranbringen. Ja, beim zweiten Block, da geht es mir um die Marktperspektiven. Wir haben jetzt ein bisschen über Technologien und Anwendungen geredet. Sind es jetzt einfach isolierte oder einzelne Projekte oder sieht man da schon von der Marktseite eine größere Bewegung? Da würde ich, Herr Richter, Sie bitten, da ein paar Statements dazu zu geben. Sie haben, glaube ich, da einen recht guten Blick in den Markt rein.
Ja, nicht nur als Systemintegrator, sondern auch im Rahmen des Campus OS-Projektes widmen wir uns ja sehr intensiv auch der Fragestellung. Das sind nicht nur die zwei Projekte, das ist erstmal das Gute, sondern man kann tatsächlich auch zusammenfassen, Deutschland ist hier ein Stück weit Innovator weltweit. Wir haben dann einen ganz starken Blick auch auf verschiedene Marktzahlen, die existieren, vielleicht erstmal vom Volumen her berichtet. Es gibt verschiedenste Projektionen, die versuchen halt das Umsatzvolumen im Jahr 2030 zusammenzufassen. Da sind sich so die Unternehmen, die Berater, die sowas zusammenstellen, noch nicht ganz so einig, aber man kann so quantifizieren, 8 Milliarden ist so das minimale Volumen weltweit, die private Netze umfassen können. Bis zu 35 Milliarden geht das tatsächlich auch hoch. Ja, vom Status quo aus heute betrachtet, ist das so ein jährliches Marktwachstum, was man so bei 40% plus minus 10% jährlich haben wird. Also sind erstmal gigantische Zahlen. Runtergebrochen auf heute ist sicherlich ein ganz guter Indikator, wo stehen wir halt mit solchen Netzen. Da veröffentlicht die GSA, die Global Mobile Supplier Association, also ein Zusammenschluss der großen Vendoren, gewisse Marktzahlen quartalsweise. Da sieht es so aus, dass es Stand September 1212 Installationen weltweit gab mit einem Schwellenwert von 100.000 Euro. Das heißt, es kann auch durchaus kleinere Netze noch geben als Dunkelziffer. Die regionale Verteilung sieht so aus, dass Deutschland europaweit Spitzenreiter ist. Wir haben aber auch eine stärkere Konzentration im nordamerikanischen und im asiatischen Markt. Und in Deutschland veröffentlicht auch die Bundesnetzagentur regelmäßig Zahlen dazu. Da ist es so, dass mit Stand 1. November ungefähr 370 Lizenzinhaber existieren haben, die in der Lage sind, ein oder mehrere Netze aufzubauen. Und das macht den Unterschied zu den GSA-Zahlen aus. Lizenzinhaber umfasst jetzt nicht unbedingt diejenigen, der nur ein Campusnetz umfasst. Wir im Rahmen von Campus OS monitoren das Ganze aber auch. Die öffentlich zugänglichen Zahlen haben ein Instrument entwickelt, das nennt sich Campus OS Network Tracker. Und da können wir tatsächlich auch gut reingucken, was existiert tatsächlich schon an Installationen im Markt. Wir können da Aussagekraft für ungefähr 100 Netze liefern. Und wir stellen da auch schon fest, dass tatsächlich auch eine signifikante Anzahl von solchen disaggregierten Netzen im Markt besteht. Ja, das hört sich ja schon sehr gut an, dass wir zum einen mal im wachsenden Markt unterwegs sind und dass eben auch die verschiedenen Ausprägungen der Systeme dann tatsächlich zum Tragen kommen. Also ich denke, da sind wir alle auf dem recht guten Weg. Wenn wir jetzt nochmal auf die Bahn schauen, Fritsche, welche Herausforderungen sieht die Bahn bei der Einführung von 5G für den Bahnbetrieb? Ja, wir sind als Bahn natürlich mit unserem privaten 5G-Netzwerk ein bisschen in einer speziellen Situation. Wir haben, hatte ich auch schon mal angesprochen, momentan schon ein privates Netzwerk in Betrieb, nämlich das GSMR-Netz, auf 2G basiert. Dabei ist eine Herausforderung, vor der wir stehen, dass das 2G-basierte Netzwerk abgängig ist. Also Mitte der 2030er Jahre gibt es dafür keinen Support mehr, keine Komponenten mehr. Das Netzwerk muss also relativ zeitnah ersetzt werden und das natürlich deutschlandweit auf allen Strecken. Und das ist also eine Herausforderung auch dahingehend, dass wir momentan das private bahnbetriebliche Netzwerk ja noch gar nicht fertig spezifiziert haben und also nicht sofort mit dem Rollout beginnen können. Und somit ist also ein Punkt die Zeit oder die Zeitleiste, um rechtzeitig diese Technologie auch in Betrieb zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch noch eine, ja, ein bisschen eine logistische Fragestellung, auch eine hinsichtlich der Personalgewinnung. Wir sind auch in einer Situation oder einer herausfordernden Situation, dass wir damit ja auch eine neue Technologie einführen und diese Kompetenz bei der Bahn auch aufbauen müssen, um diese Systeme dann auch betreiben zu können. Und dahingehend sind wir sehr interessiert, natürlich auch in diesem Umfeld neue Mitarbeitende zu gewinnen und dann auch langfristig ein solides Umfeld dafür aufbauen zu können. Ja, vielen Dank. Herr Köcher, welche Rolle spielt 5G und auch in dem Fall
FAMCS für die Produktlandschaft in Ihrem Haus? Ja, erstmal ist Funkwerk ja weltweit vertreten. Also wir haben unsere Produkte auf über fünf Kontinenten verkauft. Die fahren da rum und die Lebenszeit von unseren bisherigen Funkgeräten ist auch relativ lang. Das heißt, wir garantieren bis zu 30 Jahre Lebenszeit. Das heißt, innerhalb dieser 30 Jahre können wir uns an neue Technologien adaptieren. Wir können Ersatzkomponenten liefern, wir können neue Software liefern. Also wir haben schon eine Langlebigkeit, sage ich mal, im Blick. Und dadurch ist das für uns relativ wichtig, weil wir einmal viele Bestandsgeräte haben, die sozusagen fit gemacht werden müssten für die neue Technologie. Und natürlich wollen wir auch weiterhin neue Geräte verkaufen. Das heißt, von daher ist es schon essentiell wichtig, sehr früh mit der Entwicklung anzufangen und vor allen Dingen auch das Ganze im Labor umzusetzen. Deswegen der Hinweis auf die komplexe Laborumgebung. Wir haben bei uns in Köln da also ein akkreditiertes Prüflabor, wo wir vom Analogzugfunk, also das ist ein Funkstandard, der sozusagen noch auf Frequenzmodulation basiert, bis hin zu 5G über den 2G-Standard und LTE alle Netze nachbilden können und dort auch flexibel mit den Technologien, sage ich mal, spielen können oder unsere Produkte dort auch prüfen können. Sie müssen gewissermaßen den Spagat machen von eingeführten Technologien, die weiter untersucht und betrieben werden, bis hin zu neuen Technologien wie jetzt 5G oder später dann 6G, um dann eben diesen Übergang auch handhaben zu können. Genau, genau. Also wir haben Anfragen auch von Kunden. Also im Moment ist das so, dass viele Unternehmen, viele Eisenbahnunternehmen noch nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt. Und von daher ist es auch ein bisschen unsere Aufgabe, mit die Kunden zu begleiten, denen zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt, Bestandstechnik einerseits zu handhaben oder auch komplett neue Funktionen, die vielleicht heute noch gar nicht betrieblich relevant sind, einzuführen. Die Produkte müssen auch zugelassen werden, das heißt, wir arbeiten da auch in Richtung der europäischen Zulassung mit Leuten zusammen, mit der Standardisierung zusammen, um einfach einen vertretbaren Weg zu finden, wie wir diese neuen Anwendungen, diese neuen Funktionen tatsächlich auch in den operativen Betrieb bekommen. Ja, vielen Dank. Ja, dann kommen wir zum dritten Block und da wollen wir uns noch in der restlichen Zeit der Frage widmen, inwiefern die beiden Projekte auch den Forschungs- und Wirtschaftsstandort Deutschland stärken. Das heißt also, inwiefern die Projekte auch zur digitalen Souveränität beitragen können. Und da ist uns jetzt ein Mitpanelist ausgefallen. Deswegen wäre die Frage, wer von der Bahn bzw. von Ihrer Seite da eine Aussage machen möchte. Und Sie? Ja, also grundsätzlich sind wir ja ein lokales Unternehmen und so eine Forschungsprojekte führen also dazu, dass man Ressourcen, die man sonst, also man kann Ressourcen freischaufeln für diese Projekte und kann damit eine wichtige Basisarbeit leisten, denke ich. Also aus Sicht der Bahn ist so ein Forschungsprojekt tatsächlich von großer Relevanz, da wir hier Aspekte untersuchen, wir haben auch versucht, das Projekt absichtlich auch in so eine Richtung zu entwerfen, dass diese untersuchten Aspekte auch Einfluss in die Standardisierung nehmen. Und das haben wir auch bisher tatsächlich schon geschafft oder haben das zumindest angefangen zu tun, dass auf der einen Seite hat dann natürlich eine tatsächlich große Relevanz, weil wir damit also auf europäischer Ebene am Ende auch einen Wert schaffen können. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir auch mit der Partnerlandschaft, die wir im Projekt haben, durchaus auch auf regionaler Ebene hier Wirtschaft, aber auch das universitäre Umfeld stärken. Genau, ich glaube, diese Anbindung und Zusammenarbeit ist schon ein sehr wichtiger Aspekt,
Und vielleicht Richter, auch noch ein kurzes Statement. Sie sind ja jetzt auch mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten unterwegs. Das heißt, es ist auch eine Komponente in Ihrer Strategie. Wie würden Sie jetzt in dem Fall Campus OS beurteilen? Also es ist tatsächlich ja auch eine Kombination von den Argumenten, die beide Herren ja eigentlich schon angefügt haben. Also auch für uns ist es so, dass ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt in einem ja, Risikoumfeld natürlich dann auch eigenen Spielraum ermöglicht, Ressourcen für ja, Entwicklung von Produkten oder Integrationsarbeit zu eröffnen. Auf der anderen Seite, bei Campus OS sind wir ein Partnerkonsortium von 22 Partnern. Ist sicherlich eine Herausforderung erstmal zu managen, aber man hat halt auch mit vielen Unternehmen zu tun, auf einem Schlag im Rahmen von Konsortialmeetings, wo man halt auch einen sehr intensiven Austausch hat und man das eigene Ökosystem natürlich da auch ein Stück weit erweitert, mit Blick darauf, dass man halt auch zusammenarbeitet über das eigentliche Forschungsprojekt hinaus. Ja, vielen Dank, Sie haben das Stichwort Ökosystem gerade eben in den Mund genommen. Herr Stanzack, da würde ich einfach nochmal nachfragen. Die Entwicklung eines Ökosystems ist ein zentraler Punkt und ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen, nicht nur auf Frankreich, sondern es geht ja um die europäische Dimension, wenn wir über digitale Souveränität reden. Was sind da Chancen, die sich aus den Projekten ergeben, um dieses Ökosystem zu unterstützen? Genau, also das habe ich schon in dem Vortrag angerissen, das Thema, wie das Projekt Campus OS also zu der Entstehung eines Ökosystems beiträgt. Und ich habe auch gesagt, okay, disaggregierte offene Systeme, neue Akteure, neue Geschäftsmodelle. Natürlich, also muss man, warum machen wir das? Also weil wir ja diese kundenspezifische Lösungen brauchen, kürzere Innovationszyklen. Wir müssen auch Kosten reduzieren, also weil wir zum Beispiel nicht nur kundenspezifische Lösungen entwickeln, sondern bestimmte Features einfach nicht brauchen. Also ich meine, wenn ich an die Deutsche Bahn denke, zum Beispiel, also die Trajektorien von Zügen sind bekannt und dann kann man das natürlich ausnutzen, um jetzt die Netzabdeckung nur in bestimmten Bereichen zur Verfügung zu stellen. Man muss ja nicht in alle Richtungen senden. Ja? Es gibt ja, also deswegen, da ist ein riesiges Potenzial. Und die Herausforderung habe ich erwähnt, also definitiv bei der Integration, Interoperabilität, auch natürlich, also wir können zum Beispiel Komponenten haben, die offene Schnittstellen haben, das heißt also, die erfüllen auch die Kompatibilitätsanforderungen, aber das bedeutet nicht, dass die Hersteller diese Komponenten auch die Daten über diese Schnittstellen zur Verfügung stellen, sodass man dann zum Beispiel diese Daten für die Entwicklung von KI-Algorithmen nutzen kann. Das ist ein riesiges Problem. Ja? Das heißt, also, wir können ein zum Beispiel offenes System haben mit interoperablen Komponenten, aber wir bekommen keine Daten aus diesen Komponenten heraus. Ne? Und ich denke, das sind genau die Herausforderungen. Und hier das Campus OS-Projekt, also das Schöne an dem Projekt ist, dass wir natürlich auch die Resultate dieses Projektes verstetigen wollen. Ja? Das heißt also, über das Projektende hinaus sollen die Projektresultate zur Verfügung gestellt werden, der Öffentlichkeit, der Industrie und dann auch natürlich gepflegt werden. Ich habe ja von diesem Bausteinkatalog genannt. Ich denke, das ist ein zentrales Element in dieser ganzen Geschichte, weil, wie ich schon gesagt habe, also wir brauchen Best Practices, wir brauchen Testinfrastrukturen, wir brauchen einfach Beispiele, ne? Beispiele für erfolgreiche Campusnetze, für erfolgreiche Demonstratoren. Also wir reden schon seit Jahren über Campusnetze, über Möglichkeiten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Industrie wartet, ich weiß nicht worauf, sind manchmal verunsichert. Ich glaube, wir müssen mit guten Beispielen voranschreiten und zeigen, was man mit dieser tollen Technologie alles machen kann. Das war ein hervorragendes Abschlussstatement. Ich bekomme gerade auch schon gezeigt, wir sind am Ende der Zeit. Wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber ja, wir sind jetzt einfach am Ende angekommen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten von meiner Seite. War ein tolles Gespräch, tolle Vorträge. Auch Herr Sandmann, vielen Dank für Ihre Einführung. Vielen Dank an die Veranstalter, dass wir heute da sein durften. Wenn es noch
eine Frage gibt aus dem Publikum, vielleicht sind wir noch ein paar Minuten da, vielleicht können wir da noch was aufnehmen, aber ansonsten wollen wir die Nachfolgeveranstaltung nicht behindern und sagen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich würde auch noch mal daran verweisen, gerne bei Detailfragen einfach noch mal direkt auf die Referenten zuzugehen, damit dann Fragen noch geklärt werden können und nichts offen bleibt. Und die nächsten Panelisten sind nämlich schon auf dem Weg nach unten und wir machen quasi fast nahtlos weiter mit dem Thema Digitalisierung des Kalibrier- und Messsystems. In etwa 5 Minuten.